Dir ist es schon oft passiert, du hast schon mal Frauen angesprochen, die Frauen waren vergeben und du bist einfach nur weitergegangen oder die Frau ist weitergegangen, weil du gesagt hast, da geht gar nichts mehr. In diesem Video zeige ich dir, wie du dranbleiben kannst, wie du in Kontakt mit der Frau bleiben kannst, auch wenn sie gerade frisch getrennt ist oder vergeben ist. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du mit Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Entschuldigung. Entschuldigung, sprichst du Deutsch? Ja. Ich wollte dich jetzt nicht erschrecken oder so. Ich hab dich von Weitem schon selbst schon gewunken. Ja. An dieser Stelle siehst du, dass ich gleich nach dem Einstieg sage, hey, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Wichtig, wenn du eine Frau von hinten oder von der Seite, das ist eigentlich nicht die optimalste Bedingung, im besten Fall immer von vorne anhalten, dass sie dich sieht, laut und deutlich ansprechen, am besten winken. In dem Fall war die einfach schneller als ich. Unser Kameramann war noch nicht ready. Ich konnte sie nicht von vorne stoppen, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen musste ich sie von der Seite ansprechen und einholen. Und es ist dunkel. Es ist eine dunkle Gasse. Die Frau hat Angst. Ich bin ein gut gebauter Mann. Ich bin sehr breit, wenn man mich im echten Leben sieht. Und es ist dunkel. Ne? Die Frau kennt mich gar nicht. Ich habe ein sehr maskulines Auftreten. Rede sehr laut und deutlich. Und dementsprechend hat sie sich erschrocken, sie ist aufs meine Empfinden einen Schritt zurückgegangen. Deswegen war meine Reaktion direkt, hey, keine Angst, ich bin nicht verrückt, ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Und das würde ich dir auch empfehlen. Wenn es dir passiert, dass eine Frau in der dunklen Gasse, egal, von hinten, von vorne ansprichst, du siehst, sie erschrickt sich, sofort die Hand geben und sagen, hey, ich wollte dich erschrecken, ich bin nicht betrunken, ich bin nicht verrückt. Einfach ein paar Empathiesätze einbringen, damit du sie wieder abholst und sagst, hey, ich verstehe gerade, du hast dich erschreckt, du kannst auch gerne sagen, ich kann es mir vorstellen, als Frau, es ist dunkel, du kennst mich nicht, ich bin auch vielleicht ein bisschen sehr laut und deutlich aufgetreten. Zur Not kannst du es auch noch einbringen, wenn du merkst, sie ist sehr, sehr verschreckt, aber wichtig ist, bleib cool, nimm die Hand hoch, entschuldige dich, ich wollte dich erschrecken und dann flirtest du, wie gewohnt, kontinuierlich weiter. Du hast ein cooles, das sieht gut aus. Ich dachte, ich spreche dich mal direkt an, aber du hast irgendwie mich nicht gesehen, dachte, muss mal hinterherkommen. Hi, Edis. So, ich sehe, du siehst voll skeptisch. Ich will dir wirklich nichts verkaufen. Ich bin auch nicht verrückt. Nee, es ist noch nicht mein Tag, deswegen wundert es mich. Also, dann bin ich jetzt extra da, um das wieder gut zu machen. Ein bisschen flirten. Okay. Ist das aus Augsburg, oder? Also seit 1,5 Jahren. Ach krass, du siehst ein bisschen ländlich aus. Ich dachte, so Eichach-Friedberg, könnte ich mir vorstellen. Nee, ich komme aus Hessen. Also, aus Hessen? Nähe von Mannheim. Nein, ich war vor 2 Wochen in Mannheim. Ein Kollegen, ja, der arbeitet dort. Das ist schön. Schöne Stadt, gefällt mir. Ja, hast du groß hier so auch? Schön. Ja, ich meine, ein bisschen lebendiger als Augsburg. Hat auch 300.000 Einwohner, glaube ich, auch so groß. Ja, okay. Ja, Hessen schon, oder? Also, das ist in Baden-Württemberg, genau. Aber ich komme aus einem, also 5 Minuten von Mannheim entfernt. An der Grenze. Ah, und so studierst du wahrscheinlich in Augsburg? Ich mache eine Ausbildung. So vom wirkst du energetisch dann im Verkauf? Nee. Ach krass, sprechen oder was? Das ja, Sprechstörungen. Habe ich jetzt bei dir auch, musst du mir helfen? Nein, Spaß. Kannst du dir vorstellen, was ich mache, außer dich anzuflirten? Nee, kann jetzt alles Mögliche sein. Also ich bin nicht bei der Ergo, die Angst kann ich dann nehmen. Okay. Physio dann auch nicht. Wenn wir uns gut verstehen, ich kann gut massieren, hat man mir nachgesagt. Aha, okay. Luft- und Raumfahrtingenieur. Ah, okay. Ja, cool. Habe nach Hochschule München studiert. Ja, und okay. War jetzt vorhin mit im Starbucks mit Freunden, wollte noch langsam essen gehen. Okay. Von Hazel. Da gehen wir 8 Schätze mal. Das ist eh mal, kennst du vielleicht? So All You Can Eat, Asia Restaurant. Ja. Genau. Ja, ich war noch nicht drin, aber. Ja, da feiern wir Geburtstag vom Kollegen, weißt du? Ach, schön. Ja. Heute? Ja, genau. Ah, alles wir feiern. Nee, nicht mein Geburtstag. Also, schön. Kollege. Ich habe verstanden, mit Kollegen dein. Ja, nee. Ja, schön wär's, ja. Und was machst du? Kommst du in der Arbeit oder? Sieht ein bisschen müde aus. Ja, es ist nicht so mein Tag. Ich muss jetzt noch kurz im Müller was besorgen und dann ab nach Hause. Verstehe, ja. Ich will auch dich nicht länger aufhalten oder so. Ja, gefall ich dir grundsätzlich auch mal direkt gefragt? Du bist sehr sympathisch, ja. Ich finde dich auch sympathisch. Ja. Bist du noch Single? Ja. Hast du mal Lust, wenn du dich besser fühlst, nicht heute, wenn wir mehr Zeit im offenen Kaffee mal entspannt, dass wir weiterführen. Müssen auch nicht gleich heiraten. Du siehst hier, wie ich ganz gekonnt und gewohnt klassisch mit der Frau flirte.
was ist denn wichtig zu wissen? Wo kommt sie überhaupt her? Wohnt sie hier? Ich treffe zum Beispiel auch Annahmen erstmal über ihre Herkunft, einfach ein bisschen als Gesprächsöffner. Meisten Frauen sind ein bisschen heller aus, dann denke ich, hey, bist du bestimmt Russin, Osteuropäerin, so ein bisschen teasen, dann, hey, was denkst du, wo ich herkomme? Dein Traummann zum Beispiel. Und dann ein bisschen rausfinden, was arbeitet sie? Dann erzählst du was über dich, was du arbeitest, oder lässt sie in dich investieren? Vielleicht stellt sie von sich aus die Frage. Manchmal, wenn sie nicht so viel Interesse hat oder gerade nicht den Kopf hat, kannst du die Führung übernehmen, sie auffordern, was denkst du, was ich mache, außer mit dir zu flirten oder dir den Kopf zu verdrehen. Und so verbaust du einfach eine Gesprächsstruktur auf. Und so jetzt siehst du, hast du gesehen in 2 Minuten etwa, wie man das machen kann. Ich habe natürlich im Laufe des Gesprächs jetzt gerade festgestellt, dass die Frau gerade nicht so interessiert ist oder nicht so offen ist. Das merkst du vor allem kurze, knappe Antworten. Sie geht nicht sehr tief drauf ein. Deswegen siehst du jetzt gleich im Folgenden, dass ich frage, ob ich ihr grundsätzlich gefalle. Warum? Weil ich einfach meine Zeit nicht weiter verschwenden möchte. Ich habe gemerkt, sie war nicht 100% abgeneigt, die Körpersprache war leicht offener. Sie war jetzt auch nicht gleich, ich muss jetzt weiter. Wenn eine Frau gar keinen Bock auf dich haben wird, dann wird sie sagen, ich habe es sehr, sehr eilig. Ja? Die Frauen haben es immer sehr eilig, weil die ganzen Wagner sollten hinter denen mit einer Kalaschnikow stehen. Habe ich so oft erlebt. Ja? Das ist immer die Wahrheit. Oder die würden einfach versuchen, nach 2, 3 Sätzen dich abzuwürgen. Ich habe einen Freund, ich muss weiter, bla bla bla. Und das hat sie nicht gemacht. Das ist ein Indiz, dass sie jetzt nicht zu nett ist, weil du musst dir vorstellen, nur aus Nettigkeit wirst du nicht 5, 6 Minuten mit einem fremden Typen quatschen, auf den du 0,0 Bock hast. Grundanziehung war da. Aber sie war nicht so stark genug, dass sie eben weitere tiefere Fragen gestellt hat oder extrem gut reagiert hat. Und den Grund dafür erfährst du gleich im weiteren Verlauf. Nee, ja, aber ich bin frisch Single und deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe und deswegen so, bin deswegen ich da der, so. Also bist du, okay, ich respektiere das. Aber ich finde es spannend, dass du mich ansprichst, wenn ich mich so fühle wie jetzt. Dann freue ich mich auf unser Date, wenn du dich dann hübsch gemacht hast und im Kopf auch motiviert bist. Momentan nicht so der Fall. Ich kenne das, ich war mal verlobt, ich weiß, wie das ist nach einer Trennung. Ja, aber gefällt ich dir grundsätzlich auch, wenn du nicht offen bist? So. Doch. Dann machst du so, ich gebe dir einfach meine Nummer und falls du nicht mal offen sein solltest, wann auch immer, melde dich einfach. Du hast jetzt gesehen, der Grund, warum die Frau nicht so direkt offen war, war, die ist seit kurzer Zeit getrennt. Ich habe sie dann deshalb direkt gefragt, ob ich ihr gefallen habe. Sie hat gesagt, ja, bist sympathisch. Sie hat gesagt, du bist auch sympathisch. Ja, so innerlich habe ich mir gedacht, für eine Nacht geht schon. Nee, kleiner Spaß, aber nimm's mit Humor. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns doch mal die Tage zusammen was trinken gehen, wenn du mehr Zeit hast, nicht heute, ich muss auch weiter. Und da hat sie gesagt, nee, sie ist gerade frisch getrennt, sie hat gerade nicht den Kopf dafür, was ich respektiere. Aber sie hat mir genügend Zeichen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt macht das keinen Sinn, an dieser Stelle weiterzugehen. Hey, schau mal, ich gebe dir einfach meine Nummer und wenn du wieder offen sein solltest, Lust auf ein prickelndes Abenteuer mit mir hast, dann kannst du dich direkt bei mir melden. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du jetzt mal 100 Mal die Nummer gibst, in der Regel habe ich 5 bis 10 Frauen, die sich innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate bei mir gemeldet haben. Also nimmst du 5 bis 10% der Frauen noch als Bonus mit. Ja? Und bei manchen Frauen hatte ich auch wirklich eine leidenschaftliche Runde UNO. Der Vibe war sehr gut. Und deswegen kann ich dir sagen, nimm sowas mit, wenn du das Gefühl hast, die Frau hat grundsätzlich Lust, die ist zwar bis jetzt, warum auch immer, gerade nicht sehr offen, aber so ganz abgeneigt von dir war sie nicht und du findest sie sympathisch oder nett, hübsch, sie gefällt dir, dann kannst du immer noch deine Nummer da lassen und mit der Zeit werden sich einige der Frauen bei dir melden. Und wenn das Video dir gefallen hat und wenn du sagst, geil, das fehlt mir, ich habe noch nicht diese Ahnung, wie ich eben abchecken kann, hat die Frau Interesse, wie ich die Nummer closen kann, wie ich dafür sorgen kann, dass ich Auswahl habe, dann wird es Zeit, dass du deine Lebenszeit gar nicht mehr weiter verschwendest. Unten in der Videobeschreibung sind unsere Kontaktformulare und unsere Website. Wenn dich das anspricht, trag dich gerne ein. Und dann werden wir innerhalb der nächsten Tage ein unverbindliches Erstgespräch haben. Und dann schauen wir deine Situation an. Und wenn das mit uns passt, du sagst, geil, mit den Jungs kann ich mein Datingleben aufs nächste Level bringen, dann werden wir im Rahmen eines Coachings dein Datingleben revolutionieren. Und wenn ich mir sicher, wirst du innerhalb von wenigen Wochen viele Dates haben und ein ganz anderes Dating-Erlebnis haben als 99% der meisten Männer da draußen. Ja, bei mir, weil. Okay. Meist ja nie. Ja. Und wohnst du dann in der Innenstadt hier oder so ein bisschen außerhalb Augsburgs?
also von Nähe von der Uni. Ach krass, ja. WG, Studentenviertel oder? Ja, ich bin jetzt in eine WG gezogen. Ja, kann ich verstehen, ja. Darf ich? Ich hau dein Handy auch nicht. Nee. Und cool. Und findest du Augsburg eigentlich so? Finde ich schon entspannt mit schönem Wetter, wenn es ein bisschen lebendig ist. Ja, also ich war in München doch ein bisschen lieber. Soll ich einspeichern den Namen? Ja. Aber du hast ja kaum Akku hier. Ja, eben. Edis, mein charmanter Südländer. Ich habe türkische Wurzeln. Okay. Und du, ganz deutsch oder hast du so leicht ein bisschen polnisch oder so heller? Deutsch. So, passt. Passt. Dankeschön. Sei mir nicht böse, wenn ich nicht schreibe, wenn, wie gesagt, gerade nicht. Ich verstehe das. Ich sag dir nur, wenn du Lust hast, wenn du offen bist fürs Flirten, musst du noch nicht gleich heiraten. Ja. Kannst du dich wirklich gerne. Okay. Ja, gut, hat mich sehr gefreut. Lass mich überraschen und wünsche noch ein schönes Wochenende. Wünsche dir. Mach's gut, schöne Frau. Ciao, ciao. Danke. Dankeschön. Jetzt hast du gesehen, wie du mit Frauen umgehen kannst in einer dunklen Gasse, wie du, wenn sie gerade nicht offen ist, aber Bundanziehung da war, deine Nummer weitergeben kannst. Und wenn du jetzt auch noch wissen willst, wie du auch in einer dunkleren Gasse eine Frau, die dir gut gefällt, sogar verführen kannst, ihre Nummer holen kannst, dann schau dieses Video hier oben an. Da habe ich eine wunderschöne Ukrainerin verführt.